Zack, just in time. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo allerseits. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen zu dieser tatsächlich unchristlichen Zeit. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu der allerletzten Veranstaltung in diesem Semester hinsichtlich der Automotive Systems. Und natürlich auch alle, die danach folgen werden. Also Nummer 11 ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was das widerspiegelt, wie das Semester so gelaufen ist. Ich glaube, wir haben 13 oder 14 Semesterwochenstunden gehabt, haben uns aber zwischenzeitlich auch mal ein bisschen was gegönnt. Aber nichtsdestotrotz, wir schließen ab mit einer binären Zahl. Das ist eigentlich ganz gut. 1,1 kann jeder für sich selber bemessen, welche Dezimalzahl das am Ende darstellt. Aber ist völlig unerheblich. Also, was haben wir heute vor? Wir haben eine zweigeteilte Veranstaltung vor. Das heißt, für diejenigen, die heute erst dazuschalten oder noch ganz kurzfristig dazu sich entschlossen haben, für dieses Fach eine Prüfung abzulegen. Heute wird es nur einen Block Veranstaltung geben. In diesem Block werden wir uns mit dem Thema Fahrzeug 4.0 und vor allem auch mit dem Thema Ethik auseinandersetzen. Ich denke, dafür werden wir den Block auch ganz gut nutzen. Im Anschluss, also für diejenigen, die jetzt im Nachgang eben dieses Video nur schauen werden, im Anschluss wird es in dem Stud-IP, das ich eingetragen habe, einen Big Blue Button Raum geben. Und in diesem werden wir alles bereden, was mit Klausur, Vorbereitung, Entscheidung, welche Klausurform eingesetzt wird und so weiter und so fort, dann diskutieren. Das hat hier in dem öffentlichen Bereich nichts zu tun. Das ist unser privater Sektor, den wir dann betreten werden. Und aus dem Grund dieses Mal eben zweigeteilt. Wie gesagt, erster Block machen wir noch ein bisschen Veranstaltung, noch ein bisschen Pfeffer für etwaige Prüfungsfragen. Und im zweiten Block sehen wir uns dann einfach im Big Blue Button. Das ist dann für Sie auch einfacher, irgendwelche Fragen zu stellen oder irgendwelche Dinge, die Ihnen aufgefallen sind, die vielleicht noch fehlen, die nicht richtig erklärt worden sind aus Ihrer Sicht und so weiter und so fort. Schon mal als kleinen Teaser für die Veranstaltung danach, also die verteilten Echtzeitsysteme. Dort wird es so sein, dass ich im ersten Block tatsächlich dann die Klausurvorbereitung mache. Und je nachdem, ob der zweite Block dann noch genutzt werden muss oder nicht, machen wir entweder noch ein nettes Sit-Together oder dementsprechend noch irgendwelche weiterführenden Fragestellungen, die zu klären sind. Aus dem Grunde, weil ein Professor, der ein weiteres Fach parallel zu dem verteilten Echtzeitsystem hält, eben da den zweiten Block gerne hätte. Und damit Sie wirklich live bei beiden dieser Veranstaltungen präsent sein können, haben wir uns dazu entschlossen, dass ich den ersten Block dafür opfer und dann der Professor den zweiten Block für seine Veranstaltung zur Verfügung hat und Sie dann munter hin und her wechseln können und wegen eben auch live sind, also auch die Möglichkeit haben, wirklich live Fragen stellen zu können. Genau, also was die Prüfungsart angeht, so kam gerade die Frage in den Chat, wird es dann im Big Blue Button eine Aussage zu geben? Und ja, ich habe mich da lange mit beschäftigt mit der Thematik Prüfung generell in Corona-Zeiten. Ich habe so ein bisschen auch das, was Sie in den vielen, vielen Videos, die wir ja nun mittlerweile online haben, auch so an Kommentaren immer hinterlassen haben, wenn es mal zu dem Thema Covid ging. Ich denke, wir haben dafür alle, nicht unbedingt für jeden Einzelnen unter Ihnen, aber ich denke, für einen großen Teil unter Ihnen eine ganz gute Lösung, oder ich habe eine ganz gute Lösung dafür, denn da ist niemand wirklich entscheidungsfreudig. Jeder hat da irgendwo Angst, eine Entscheidung zu treffen. Und ja, ich bin Ihnen diese schuldig und dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, einfach eine Entscheidung zu treffen. Ob die am Ende gut ist, ob die am Ende gut war, das wissen wir nach der Pandemie oder das wissen wir nach der Prüfung. Aber ich denke, da wird niemand irgendeinen großartigen Nachteil haben. Genau, also auch hier der Cliffhanger an der Stelle, der ist wirklich super. Also bleiben Sie dran, es lohnt sich, damit die Klickzahlen nach oben gehen. Nein, kein Spaß beiseite. hat halt hier an dem öffentlichen Bereich eigentlich nichts zu tun. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, das nachher im Big Blue Button dann einfach ganz, ja, nicht diskutieren zu müssen, sondern tatsächlich zu sagen, so und so sind die Rahmenbedingungen und darauf bereite ich sie jetzt vor. Alles Weitere ist Nachbearbeitung, die Videos sind alle da, das heißt, dementsprechend können Sie sich auch im Nachgang nochmal über die Themen hermachen. Ich denke, da sind wir ganz gut unterwegs gewesen. So, einfach alle 1.0 und wir sind glücklich. Ja, die Idee hatte ich auch, aber die ist nicht ganz rechtlich. Rechtlich wäre, sie alle bestehen zu lassen, aber was dann? Ich hatte da mit einigen von Ihnen schon im Privatgespräch mal drüber gesprochen gehabt. Wenn Sie sich dann bewerben und dann fragt dann die Personalabteilung, ach, Sie haben ja Automotive Systems beim Herrn Prammel gehört, was haben Sie da für eine Note? Und dann sagen Sie, ja, bestanden. Und dann ist das automatisch für die eine 4.0. Und ich gehe nicht davon aus, dass Sie das wollen. Also diejenigen unter Ihnen, die sowieso gut sind, die werden noch eine gute Note bekommen. Und diejenigen, die ja vielleicht dort noch ihre Problemchen haben, die sind auch mit einer 4.0, glaube ich, nicht zufrieden. Aber gut, da wollen wir wieder ab, oder da schweifen wir wieder ein Stück weit ab. Ich entschuldige mich gleich im Vorfeld über den Folienfilm, der jetzt kommt, denn der war mal ursprünglich ein Designvorschlag von mir, um mit größeren Screens und so weiter mehr Inhalt rüberbringen zu können. Der sieht sehr verspielt aus und ist vor allem im Dark-Modus gehalten. Will ich an der Stelle zu entschuldigen. Ich werde das natürlich alles vorlesen, was da ist und was da passiert. Aber letztendlich muss ich mir da grundsätzlich auch gefallen lassen, dass das Layout, dass es dann in die finale Fassung geschafft hatte, natürlich um ein Vielfaches getweakt ist gegenüber dem, was wir dann jetzt sehen. So, jetzt haben wir hier nochmal genau die Klausurform, die Fragestellung, die werde ich hier noch nicht kommunizieren, die wird dann später im Big Blue Button besprochen. Fein, dann gehen wir mal hier rüber und schauen uns mal an, was der liebe Onkel für euch vorbereitet hat, hätte ich fast gesagt. Wir wollen uns heute mit dem Thema 4.0 bzw. Fahrzeug 4.0, Industrie 4.0 und viele andere Dinge, die mit 4.0 gerade gleichgesetzt werden, mal beschäftigen. Nicht unbedingt, weil das dann immer die jeweilige industrielle Revolution darstellt, sondern in meinen Augen ist das sehr, sehr oft einfach nur ein Fantasiewort, um zu demonstrieren, da geht es irgendwie weiter, da ist irgendein Quantensprung erreicht worden. Und gerade in der Industrie könnte man noch meinen, dass mit der ersten, zweiten, dritten und jetzt der vierten Digitalisierung sozusagen Revolution tatsächlich irgendeine Abfolge vorhanden ist. Viele andere Industrien heften sich einfach da dran. Und ganz abgefahren ist dann solche Ausdrücke, die man aber wirklich oft findet. So Digitalisierung 4.0. oder Fahrzeug 4.0 oder, keine Ahnung, Nahrungsmittel 4.0. Das ist völliger Schwachsinn. Denn diese Einzelindustrien, die haben nicht irgendwelche 4 Generationen auf dem Buckel, sondern die heften sich einfach nur da dran, weil momentan das Thema 4.0 einfach immer irgendwie mit Fortschritt zusammengepackt wird. Immer irgendwie auch, da ist Digitalisierung mit drin, da ist irgendwie alles toll und fofo. Da bitte ich einfach ein bisschen, ja, den Springer Verlag zu meiden, wenn es um diese Tageszeitung geht und sich vielleicht sein eigenes Bild darüber machen zu können. Nichtsdestotrotz habe ich den Begriff hier aufgenommen, um eben so ketzerisch darüber reden zu können, ne? Denn auch das Fahrzeug hat sich nicht großartig geändert. Es ist immer noch ein Vehikel mit 4 Reifen. Es ist immer noch gesteuert von einem Menschen. Es ist immer noch in diverse Kategorien unterteilt, von Kleinwagen über Mittelklasse, über Sportwagen, über Rennwagen, über was auch immer. Aber so richtig 4.0 ist da nicht angekommen. Und wir haben ja auch kennengelernt in den Assistenzsystemen oder auch in dem HMI. Da ist jetzt viel digital. Aber ist digital an der Stelle tatsächlich besser? Ist digital an der Stelle tatsächlich ein Quantensprung? Oder ist es letztendlich nur eine Adaption von Dingen, die aus dem Smartphone herrühren, sie in die Fahrzeugtechnik zu integrieren. Das will ich mit Ihnen so ein bisschen besprechen und vor allem dann eben auch darauf eingehen, dass einige dieser Elemente eben durchaus schon stark aus anderen Industriezweigen geprägt sind. Also, ne? Ein erster Industriezweig ist ja ganz klar, wir haben überhaupt gar keine Automatisierung, nichts, überhaupt gar nichts. Wir besprechen jetzt also auch nochmal den Common Thread. Ist vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle für Sie ein, naja, eine Retrospektive. Ne? Also grundsätzlich sind sämtliche Fahrmanöver, sämtliche Skills, alles, was irgendwo damit zu tun hat, in erster Linie so konzeptioniert und aufgebaut, dass sie keinerlei Automatismen besitzen. Also wirklich nichts. So, ich mache mir hier das Bildschirm nochmal ein bisschen größer, sofern das geht. Aber das sieht fast so aus, als sei es schon am Maximum angekommen. Auch schön. Gut, also, wie es ja darin steht, Fulltime Performance by the Human. Also jeder, der der Meinung ist, sich mit der Thematik wirklich auseinandersetzen zu wollen, der muss eben diese Automatisierungsgrade auf jeden Fall sich auch anschauen, auf der Reise hin bis zum vollautomatisierten Fahrzeug. Und da ist ganz klar, wir haben keine Automatisierung in ja, Stufe 0, möchte ich so schön sagen. Das ist nämlich auch irgendwo eine informatikgetriebene Angelegenheit, weswegen man da sehr, sehr gerne eben auch bei 0 anfängt. Driver Assistance kennen wir, also wirklich ADAS, das ist das, was wir in der Veranstaltung auch besprochen haben. Und da werden eben einzelne Funktionen, einzelne Fahrerassistenzsysteme tatsächlich dann auch eine Kontrolle übernehmen, in welcher Form auch immer. Sei es die Klimaanlage, die eine Klimaautomatik ist, oder sei es dementsprechend irgendetwas anderes. Aber der Fahrer ist immer noch Mitglied dieser gesamten Regelstrecke und kann zu jeder Zeit eingreifen, übersteuern und ist letztendlich auch das Quintchen in der Waage. Also da würde ein Algorithmus den Fahrer nie überstimmen. In der nächsten ist es partiell automatisiert, das heißt, die einzelnen Assistenzsysteme sind dort so ein bisschen erwachsen geworden und man traut ihnen dann auch Fahrfunktionen zu, die fast permanent mitlaufen. Und B eben auch eine Güte haben, um diese Funktion, zum Beispiel ein Stauassistent, zum Beispiel eben auch ein Abstandsregeltempomat, dass diese Funktion eben auch abgesichert ist und auch einen gewissen Benefit für den Fahrer und dessen Sicherheit darstellt. Das sind letztendlich alles Floskeln, Phrasen, die kennen wir schon, über die haben wir gesprochen. Die sollen also jetzt an dieser Stelle lediglich nochmal dazu beitragen, dass vor allem Sie nochmal so ein bisschen in den Januar abgeholt werden. Ne? Gut, Stufe 3, also Conditional Automation, das heißt also modusspezifische Performance vom Fahrzeug wird übernommen, der Fahrer hat aber immer noch, ich sag mal, die Hoheit. Und so geht das weiter bis in Stufe 4 und ich sag dann mal auch Stufe 5, indem es dann tatsächlich, die Folien werden noch bereitgestellt, keine Frage, ja. Dadurch, dass wir nachher nochmal über Ethik sprechen und ich sie da unbelastet reinlassen möchte, habe ich mich dazu entschlossen, die Folien heute Morgen noch nicht hochzuladen, damit es diesen kleinen Aha-Effekt gibt und wir gemeinsam eben über den Chat auch nochmal ein bisschen diskutieren können. Wir werden die Folien aber im Nachgang auf jeden Fall bekommen. Gut, Hochautomatisierung und Vollautomatisierung ist dann eigentlich auch nur nochmal der Weg in Richtung autonomes Fahren, in Richtung autonomer Mobilität. Bei gerade dem letztgenannten ist es so, ich habe als Fahrer eigentlich keine verpflichtenden Aufgaben mehr zu erledigen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz ans Telefon, weil ich da angerufen werde. Kleinen Moment bitte. Ja. schwuppdiwupp, da ist er wieder. Ach, ist das schön, wenn man ich ist. Dann hat man immer viel zu tun und immer viele Telefonate zu führen. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Vollautomatisiertes Fahren. Konnte von uns eigentlich noch niemand nachprüfen. Keiner. Also wirklich vollautomatisiertes Fahren. Meinst du 2 und 3? Achso, da kommen nochmal Fragen aus dem Chat. Genau, sehr schön. Erstmal gut, dass Sie sich auch selber dort unterstützen und helfen. Grundsätzlich, ja, ich sag mal, zwischen 2 und 3 sind die Abgrenzungen natürlich relativ schwierig teilweise abzugrenzen. Denn wir haben bei 3 zum Beispiel schon Funktionen, die autonom bremsen. Also wirklich eingreifen und auch wenn der Fahrer eben über ein akustisches Signal hinweg hört, wenn der Fahrer durch einen Ruck in seinem Rückhaltesystem oder ein vibrierendes Lenkrad nicht reagiert, reagiert das Fahrzeug. Das ist eine Funktion oder Modus, der dann verwendet wird, der tatsächlich dann doch mehr dazu beiträgt, dass ein Fahrzeuginsasse vielleicht eine kritische Situation überlebt oder nicht. Denn dort übersteuert das erste Mal das Fahrzeug den Menschen. ACC Stop and Go gehört zu 3, genau. Alles andere und Notbremsassistenten gehört zu 3, ganz genau. Alles andere wäre tatsächlich dann wirklich nur so Vorbereiten der Bremse. Das heißt, ein bisschen Flugrost entfernen und wenn sie dann bremsen, dann ist alles gut. Aber es wird nicht hinzugefügt. Bei 3 ist es tatsächlich so, wenn Ihre Bremskraft nicht ausreichend sein sollte, dann wird von dem Fahrzeug hinzugefügt. Ja, ansonsten für diejenigen, die jetzt gerade eingeschaltet haben, die Klausur, die wird nicht verschoben. Die findet an dem Termin statt, wo sie auch im Prüfungsplan datiert ist. Und weitere Informationen dazu gibt es später im Big Blue Button. Gut. Ja, und beim hochautomatisierten Fahren gegenüber dem vollautomatisierten Fahren kann man fast sagen, fehlt einfach beim letzten das Lenkrad und die Pedalerie. Das heißt, der Insasse ist wirklich nur noch Passagier, hat keine Möglichkeit eingreifen zu können, außer vielleicht durch Stimme oder einen Notschalter, der irgendwo positioniert ist. Aber Fahren, so wie wir das kennen, ist mit diesen Konzepten, ne? Wir sprechen ja von Konzepten, da gibt es ja noch kein Auto, außer vielleicht das Google-Fahrzeug, das behauptet, dass es das so tut, dass das erledigen kann. Denn dies hat auf dem Planeten zumindest nur an 2 Orten wirklich die Möglichkeit, auch ausgetestet zu werden. Das ist Kalifornien und in der Wüste Nevada. Ja, das sind die 5 SAE-Stufen, die man da nennen kann. Society of Automotive Engineering heißt es, glaube ich, im Angelsächsischen. Und das ist eine Zusammenkunft von eigentlich allen Automobilherstellern, die sich darauf committed haben, diese 5 Stufen dort zu fahren. In unserem Fall sind es ja sogar 6, weil die gar keine Automatisierung eben noch dazu gezählt wird. Für sie ist dann möglicherweise in einer Klausursituation eben dann auch ein Beispiel zu bringen, was an Funktionen gehört zu welchem dieser Stufen. Und da gibt es Quellen im Internet, da gibt es Quellen in der Veranstaltung hier. Wir haben jetzt auch gerade nochmal drüber gesprochen. Vielleicht gibt es eine Tabelle am Ende, wo Sie letztendlich nur die einzelnen Stufen eintragen müssen, weil dort eben auch eine Funktion beschrieben ist und Sie sagen, ja, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 5 oder was auch immer. Ne? Also da gibt es auch diverse Möglichkeiten, sich mit diesem Thema dann auseinandersetzen zu können. Gut, perfekt. Gehen wir auf den nächsten Punkt. Und zwar möchte ich Ihnen so ein bisschen die Requirements oder letztendlich auch die Elemente vorstellen, die notwendig sind, um zukünftig eben ein Fahrzeug 4.0 oder eine automatisierte Mobilität anbieten zu können. Und da kommt eine ganze Menge aus ganz unterschiedlichen Domänen. Denn wenn wir uns nur mal jetzt die erste Domäne hier anschauen, das ist eben Vehicle Location and Environment, also 3D Image Processing. Wenn wir uns zurückerinnern, wir haben letzte Woche gerade mal so die ersten Grundzüge von, ich lade mal ein Bild rein und gucke, was da so drin steckt. Dreidimensional heißt also auch ja, entweder mit einer Radar-LiDAR-Technologie oder eben auch mit einer Stereo-View-Kamera zu arbeiten. Darüber gesprochen in der Veranstaltung haben wir. Wir haben uns die Punktwolken ein kleines bisschen angeschaut. Wir haben uns aber auch angeschaut, wie dann durch irgendwelche Analysen eben diese Stixel und so weiter generiert werden, damit man dort Tiefeninformationen draus abstrahieren kann. Das ist eine Ingenieurskunst, eine Aufgabe, die wirklich auch erledigt werden muss. Wenn es Algorithmen gibt, die das einfach realisieren, dann können sie die natürlich nehmen und ja, sozusagen Volley nehmen und dann auch anwenden. Neuronale Netzwerke. Wir sind in dieser Veranstaltung jetzt nicht explizit darauf eingegangen, weil es auch andere Veranstaltungen gibt, die Ihnen oder die es ermöglichen, dass ja, wie soll ich sagen, die Veranstaltungen existieren halt im normalen Curriculum. ML, Machine Learning, Data Science und so weiter und so fort sind ja alles Elemente, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aus der technischen Informatik her bespielt werden, aber auf jeden Fall aus dem Software oder aus dem Information Engineering. Und da merkt man dann auch, wie eng verzahnt eigentlich diese ganzen Technologien dann auch in Wirklichkeit sind. Denn diese vielen, vielen Technologien, die wir jetzt hier ansprechen, die haben eigentlich nicht wirklich einen einzigen Ursprung, sondern die kommen von unterschiedlichsten Aspekten zusammen und diskutieren dann auch unterschiedlichst über diese Bewandtnisse. Multiprocessing, vor allem eben auch mit grafischer Hardware, also mit GPUs, ist eine Errungenschaft, die natürlich irgendwo so aus der normalen Computertechnik rauskommt. Also vielleicht ist das Thema auch eher angesiedelt in den verteilten Echtzeitsystemen. Aber nichtsdestotrotz ist ein Auto heutzutage nichts anderes als ein verteiltes Echtzeitsystem. Verteilt deswegen, weil die einzelnen Steuergeräte, die darin verbunden sind, eben verteilt an unterschiedlichen Orten sind. Sie kommunizieren über Nachrichten, über ein Feldbussystem, sei es CAN, MOST, FlexRay oder Automotive Ethernet. Das Prinzip bleibt immer gleich und dementsprechend ist die Definition des verteilten Systems dort auch immer anzuwenden. Und letztendlich die unterschiedlichsten Lieder in dem Bereich, die man dementsprechend nennen kann, sind dann eben auch nicht Volkswagen, BMW, Audi etc., sondern es sind Google, es sind Mobileye, es sind auch nicht unbedingt Tesla, die nutzen auch letztendlich alles nur, was so von außen kommt. Aber ich will auch ganz salopp sagen, auch die Gaming-Industrie, die sicherlich auch viel dazu beiträgt, Simulationen zu machen, Fahrsimulationen, nette grafische Repräsentationen zu machen, die Fähigkeit zu nutzen, gewisse Fließkommata-Berechnungen eben auf irgendeiner dafür vorgesehenen Hardware auszuführen, bis hin zu Ausführung von maschinell gelernten Algorithmen auf einer TPU anstatt einer CPU, also einer Tensor Processing Unit. Also da sind ganz, ganz viele Dinge, die damit einhergehen. Deswegen ist auch das Beispiel da relativ gut, ne? Also irgendwelche Unmanned Vehicle, dann eben Medizintechnik, die da auch eine ganz schöne große Rolle auch einnimmt tatsächlich. Videospiele, also Videogames eben auch, die dann auch in einem großen Maß ja jemanden auch schon so ein bisschen indoktrinieren, dass man es ja gewohnt ist, in einer Umgebung, die digital ist, irgendwo zu arbeiten, Dinge zu erledigen. Und sie sind es ja auch gewohnt, zum Beispiel bei GTA oder ähnliches in ein Taxi zu steigen, zu sagen, ich will da und da hinfahren und dann fährt das für sie dahin. Sie sind also Passagier, man könnte fast meinen, es ist ein autonomes Auto, aber für sie ist ja geistig immer, da ist ein Taxifahrer, der regelt das schon. Ne? Einfach um sie darauf vorzubereiten. Eine kleine Anekdote am Rande, auch die Elektromobilität ist nicht so schnips beim Kunden. Nicht nur, weil es eine teure Geschichte ist, sondern allen voran eben auch, weil sich über viele, viele Jahre festgesetzt hat, mehr Auspuffrohre gleich mehr Power. Und selbst Fahrzeuge, die heutzutage noch nicht über eine E-Maschine verfügen, gucken Sie sich den aktuellen Golf an, gucken Sie sich den aktuellen Passat an. Schauen Sie bei Audi hin, schauen Sie bei BMW genauer hin. Am Hinterteil werden Sie alles finden, aber ganz selten wirklich Auspuffrohre. Und das, was Sie dort sehen und der Meinung sind, es sind Auspuffrohre, ist letztendlich eine wunderschöne Chromzierleiste, wo dahinter ein Endtopf mit so nach unten gezogenen Auspuffröhrchen montiert, den Sie bei einem Hochleistungsaggregat unter normalen Umständen vor 4-5 Jahren nie hätten sehen können, sondern da wären dann hinten 4 dicke Tuffen rausgekommen. So einen M3, M4 vom BMW macht das sehr gerne, hinten so schöne Dinger raushängen lassen. Ein GTI, ein Golf R oder ähnliches, auch in Abhängigkeit, was man da hat, hinten entweder sogar 4 oder nur 2 Tuffen, die da hinten rausschauen. Und heutzutage, ist das auf einmal plötzlich designtechnisch nicht mehr wichtig. Es wird angedeutet, damit der Kunde vorbereitet wird auf die Zeit nach dem Auspuff. Sprich, wenn die Elektromobilität wirklich vollends greift und sie erschwinglich ist für jeden. Und vielleicht erleben wir es ja sogar, dass die Elektromobilität zusammen eben dann auch mit der autonomen Mobilität dann einen ganz großen Benefit in der Gesellschaft dann einnimmt. Die Frage ist dann nur, was tun wir da mit der vielen Zeit, ne? Gucken wir uns das zweite Mal an. Prediction and Decision-Algorithmen, also Decision-Making, wirklich auch Algorithmen zu entwickeln, die eine Entscheidung nicht nur freudig sind, sondern tatsächlich auch eine richtige Entscheidung treffen können. Aufgrund von 20, 30, 40, 50 Informationen, die gerade parallel einprasseln auf das System. Das muss natürlich die Hardware schaffen, das muss die Software schaffen, es muss das Decision-Making, sprich die Algorithmik schaffen, es muss die AI, wenn man so möchte, schaffen, bis hin zur angeschlossenen Cloud-Technologie, die bitte auch dementsprechend mit einer unglaublich geringen Latenz arbeitet, um ein gesamtes verteiltes System konzeptionieren und aufbauen zu können. Ohne dem geht es nicht. Also einfach nur behaupten, ich packe da jetzt mal ein paar Sensoren vorne und hinten und an der Seite dran, drücke auf Go und dann habe ich meinen autonomen Fahralgorithmus. Nee, so einfach ist es leider nicht. Wäre es so einfach, würde man nicht schon viele, viele Jahre da in der Forschung stecken. Gut, was haben wir da? Artificial Neural Networks, wie oben auch, und dementsprechend Deep Learning, Machine Learning. Wir haben spezialisierte Multiprozessor-Hardware. Das heißt also FPGAs, ASICs, TPUs, die man dort nennen kann. Also wirklich Dinge, die auf Multiprocessing aus sind. Und wenn wir oder Sie letzte Woche aufgepasst hatten in verteilten Echtzeitsystemen, habe ich Ihnen ja ein Beispiel präsentiert. Ja, das ist jetzt wieder mit Python gewesen, also eine Interpretersprache und dementsprechend sicherlich nicht Hardcore-Realtime. Aber man konnte schon sehen, dass wenn man seine Applikation so ein bisschen anders, nicht schreibt vom Algorithmus her, sondern einfach anders ausführen lässt, dass es dort gewisse Vorzüge geben kann. Unter anderem dann eben die 10-fach schnellere Ausführung. Und wenn ich noch eine spezialisiertere Hardware habe, um meinen Algorithmus darauf auslegen lassen zu können und ausführen lassen zu können, dann sind plötzlich Dinge möglich, wo Berechnungen in noch viel, viel kleinerer Granularität möglich sind. Klar, spricht ein bisschen der Fanboy jetzt, aber auch der M1-Prozessor von Apple, der schlägt nicht ohne Grund sämtliche Benchmarks, die da aktuell eben kräuchen und fleuchen, weil Apple mit seinem Prozessor auch ganz genau weiß, was die Kunden machen. Videoschnitt, Bildverarbeitung, Internetsurfen, Videostreamen, Musik hören und so weiter und so fort sind so die Kerndinge, die eigentlich ein Mac machen können sollte. Und wenn ich jetzt genau für diese Anwendung spezifisch einen Prozessor definiere und designe, der genau das gut kann, dann ist es kein Wunder, dass Videocoding, Videoschnitt, Musikbearbeitung und so weiter und so fort da drin eben funktioniert wie geschnitten Brot. Das ist kein Wunder. Also desto spezifischer ich meine Hardware an die jeweiligen Anwendungen anpasse, umso mehr Performance kann ich daraus ziehen. Und wir haben es im Video gesehen. Wenn man da durch die Wüste fährt, in Nevada, dann kann man das durchaus mit einem Auto machen und der Kofferraum ist voll mit Technik. Oder nach 2-3 Jahren Entwicklungszeit findet man davon nichts mehr und man ist kurz vor der Serienreife. Also solche Schrumpfaktionen sind in der Industrie mehr als üblich, aber das ist nicht spezifisch Automotive-Industrie, sondern das ist einfach das Gesamtkunstwerk. Eine geschrumpfte Technologie hat auch immer Einfluss auf Rechenzentren. Ich kriege mehr Leistung in ein Server-Rack hinein, wenn ich eben die einzelnen Komponenten schrumpfe und nicht nur Nanometer, sondern tatsächlich auch intelligentes Ansteuern von meinem Storage-System, intelligentes Verwalten und Ansteuern von meinem Speicher und so weiter und so fort. Und wenn ich das alles ineinander verzahnen lasse, kriege ich plötzlich kleine technische Systeme hin, die irre leistungsstark sind. Ich gebe Ihnen dann gerne nochmal ein Beispiel. Sie kennen ja das Streaming-Setup hier von mir. Mittlerweile habe ich ja schon mehr als häufig darüber gelästert. Aber 64 GB Arbeitsspeicher, ein i9-Prozessor etc. Hat ein Drittel der Leistung, die, das ist ein MacBook Pro, die ein MacBook Air mit M1-Prozessor zur Verfügung stellt. Ich habe das gesehen, ein Kumpel von mir hat die Maschine. Livestreaming geht wie geschnitten Brot, man hört überhaupt keinen Lüfter, gar nichts. Das ist also wirklich, weil sich dort Apple dazu entschlossen hat, für seine Anwendungen, für seine spezifischen Anwendungen was ganz Spezielles zu bauen, funktioniert das da gut. Das heißt aber auch, dass ein Windows darauf sich noch nicht installieren lässt. Das heißt auch, dass ein Linux sich darauf noch nicht installieren lässt. Man muss sich also dann auch mit diesem Ökosystem einlassen können. Wenn man das ohnehin schon getan hat, fällt einem das nicht weiter schwer. Wenn man aber, ich sag mal, an einer Hochschule arbeitet und dementsprechend auch irgendwo, ich sag mal, Anwendungen für einen Linux schreiben muss oder auch mal Windows im Hintergrund behalten muss und so weiter und so fort, ist das zumindest zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht die richtige Maschine. Wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt. Ich hätte irre Bock, einen Mac Mini mit einem M1-Prozessor einfach mal Räder dran zu schnallen. Also mal wirklich zu gucken, was geht mit der Maschine, wenn man eine Kamera anschließt, wenn man Räder dran ansteuert und dementsprechend das Ding mal über einen Parcours fahren lässt. Also Maßstab 1:10 irgendwie. Ne? Mal weg von irgendwelchen Nvidia Tegra-Boards, mal weg von irgendwelchen Entwicklungsboards von Sony oder wie auch immer, hin zu, ja, vielleicht mal so etwas. Dann hätte man das Apple Car, vielleicht schon ein paar Jahre früher, weil die Leistung dafür, die ist auf jeden Fall vorhanden. So, Multiprozessor. Dann Independent Hardware, Validation-Based und Virtual Hill, also Hardware-in-the-Loop-Simulationen, haben wir in dieser Veranstaltung noch kein Wort drüber wir haben eigentlich gar nicht über Hill gesprochen, genau. Das ist eine Art und Weise, wie ich vor allem Hardware, Software, Co-Designs miteinander überprüfen kann, ohne dass die tatsächlich physisch schon vorhanden sind. Das heißt, ich kann Überprüfungen machen auf Systemebene, ehe die einzelnen Komponenten wirklich physisch vorhanden sind. Das macht man sehr gerne im Entwicklungsprozess schon sehr, sehr früh, um zu schauen, ob denn dieser Motor mit diesem, naja, virtuell vorhandenen, auf Modellen basierten System des Getriebes schon koexistieren kann, um Integrationstests schon frühzeitig zu machen, um Systemtests schon frühzeitig zu machen. Das nennt man dann Hardware in the Loop. Wo das auftaucht, ist oftmals auch Software in the Loop oder Model in the Loop oder Driver in the Loop oder in the Loop. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Wortfetzen, die man dort auffangen kann, aber ich sag mal so, die ursprünglichen ist Software und Hardware in the Loop, die man dort als Grundlage nehmen kann. Nicht-statistische Validierung und eben Current Company Leaders, es sind eben Pattern Image Recognition, es sind vor allem auch Automatic Translation und Voice Recognition. Also, dass die Siri, ups, jetzt habe ich es gesagt, nicht, dass es jetzt hier losgeht, Glück gehabt, die Alexa, die Cortana und wie sie alle heißen, so gut oder nicht so gut funktionieren, ist aber nichtsdestotrotz eine Errungenschaft genau dieser technologischen Zweige. Denn auch ohne Patch im Hintergrund, ohne Installation von einer neuen Version etc. lernen diese Assistenten im Hintergrund auf ihrer Serverstruktur eigentlich tagtäglich immer mehr und werden auch immer leistungsstärker. Also ich glaube, mit iOS 6 oder sowas gab es dann das erste Mal eben SIRI. Okay, es bleibt alles. Und wir haben jetzt iOS 14? Ja, ich glaube 14 ist es mittlerweile. Das ist also schon durchaus nutzbar geworden. Und das Gleiche gilt auch für gewisse Anwendungen im Auto. Wenn man jetzt Hey Mercedes sagen muss und so, ich weiß nicht, ob das dann immer so das Beste ist, weil für irgendeine dieser Funktionen braucht man ja immer einen Trigger, der dann dafür sorgt, dass das System dann tatsächlich ab diesem Triggerpunkt irgendwie zuhört. Sicherlich auch aufgrund des Datenschutzes, aber nutzt es auch mal aus, probieren Sie es mal, Sie werden merken, genau genommen 14.3, danke an der Stelle, ist aktuell die iOS-Version. Ich will da aber irgendwie nicht Schleichwerbung oder sowas machen, sondern jeder einzelne Hallo Google und so, wie sie da alles, die haben ja alle diesen Triggerpunkt, um eben genau dann erst irgendetwas zu machen, wenn dieser Trigger erfolgreich aufgenommen worden ist. Und das funktioniert auf den Smartphones gut, das funktioniert auf den Rechnern teilweise gut, also selbst Cortana kann man nutzen, ist vielleicht nicht das Schönste auf einem Windows-PC, aber man kann es nutzen, es funktioniert eigentlich. Wo es wirklich nicht so gut funktioniert, ist tatsächlich in der Automobilindustrie. Also dort, wo ich so ein uraltes Navigationssystem sowieso schon verbaut habe, das schon alt ist, wenn ich es ja, in meinen Anforderungskatalog aufnehme, dann sticht ein Smartphone dieses grundsätzlich aus. Deswegen sind ja auch solche Technologien wie Apple CarPlay oder Mirrorlink oder Android Auto ja auch so erfolgreich, weil nicht nur das Look and Feel von dem Gewohnten mit ins Auto genommen wird, sondern weil ich ja plötzlich auch meinen Sprachassistenten, den ich ja gewohnt bin, den ich ja möglicherweise tagtäglich nutze, einfach auch mitnehmen kann, ohne mich auf irgendetwas anderes einlassen zu müssen. Und da ist die menschliche Komponente tatsächlich sehr, gewöhnt sich an viele Sachen, aber es ist dann ungewohnt, wenn plötzlich, ja, man hat sich in der Stadt mit seinem Voice-Assistenten irgendwo zu einem Laden hinleiten lassen, kennt die Akustik, die diese Person, ist ja meistens weiblich, man kann sie aber männlich umschalten, also für die Damen unter uns, das ist also da genderneutral und kann dann dementsprechend auch umgewandelt werden. Und wenn Sie dann aber ins Auto gehen und plötzlich sagen Sie, ja, Sie wollen zu dieser und dieser Adresse und eine ganz andere Stimme plötzlich mit Ihnen interagiert, dann ist das immer so ein Dämpfer, immer so ein, oh, was soll das jetzt? Technologie im Hintergrund ist immer gleich, die ist immer irgendwo serverbasiert, wobei bei den Autos sehr oft eben auch ein Internetanschluss nicht vorhanden ist, weswegen dieses System auch quasi, wenn es denn einen gewissen Intelligenzbereich bereits zugesprochen bekommen hat, diesen nicht zusätzlich erweitern kann, sondern nur, wenn sie in die Werkstatt fahren, neue Flaschen und dann vielleicht neue Funktionen abarbeiten können, währenddessen die Smartphone-Technologien und so, wie es ja auch Tesla nutzt, dann über Update over the Air tatsächlich auch in diesen Bereichen lernen. So, Vehicle Driver Interfaces, auch hier Smooth Control und From and to the Driver heißt nichts anderes, als dass die Benutzung des Systems einfach ja, lockerflockig vonstatten geht. Das heißt, da muss man nicht erstmal 300 Seiten Anleitung lesen. Da muss man nicht erstmal, keine Ahnung, ein Tutorial durcharbeiten, um die Funktionen in irgendeiner Art und Weise kennenzulernen. Sie kennen das vielleicht vom Start ihrer Smartphones. Wobei, wenn Sie ein Smartphone bereits besessen haben, unabhängig ob iOS oder Android, und Sie übertragen die Daten von Ihrem alten auf das neue Gerät, dann geht das Gerät davon aus, dass Sie ja schon alles kennen. Wenn Sie ein Smartphone neuester Generation, das ist unerheblich, von welchem Hersteller das kommt, wirklich als ein neues Telefon konfigurieren, dann kommen plötzlich so Pop-ups, die Ihnen sagen, ja, hier, apropos, wenn du da drauf drückst, dann kannst du einen Videoanruf machen. Oder wenn du da drauf drückst, dann kannst du da deine E-Mails. Wie toll ist das denn? Und dieses Icon da, das heißt Browser, da kannst du im Internet mit surfen. Das gibt es eigentlich für alle mobilen Betriebssysteme, nur wird es quasi ja, fast niemand mehr von uns sehen, weil wir ja meistens von einem Altsystem auf ein neues System migrieren und dementsprechend diesen Haken, dass wir das Tutorial durchgearbeitet haben, eben ja permanent gesetzt bleibt. Ist natürlich, wie schon erahnen lässt, wenn ich in der Lage bin, meine Technik so auszuklamüsern, so aufzubauen, dass sie ja fast keine Anleitung benötigt, dann habe ich was wirklich geschafft. Und da sind wir, glaube ich, auch bei Autos nicht weit entfernt von. Die meisten grundlegenden Funktionen, die können sich ja ohne weiteres, also fahren, ne? Gangschalter, wenn der irgendwo an gewohnter Position ist. Ob ich einen Rückwärtsgang durchziehen, drücken oder was auch immer, drehen des dazugehörigen Knaufes realisieren muss, das ist dann manchmal nochmal abhängig vom Hersteller. Aber ansonsten so die grundlegenden Funktionen sind ja fast standardisiert. Wobei es für Sie natürlich dann ulkig wird, wenn Sie sich in den Tesla setzen und losfahren wollen. A, Getriebe ist am Lenkstockhebel. Für die Mercedes-Fahrer unter Ihnen ist das nichts Neues, die kennen das dann schon. Aber auch wenn Sie so banale Sachen machen wollen, wie die Sitzheizung an oder Ihre Fensterheber benutzen oder, dann muss das alles über das Touchscreen erfolgen. Und das müssen Sie erstmal lernen. Die Positionen müssen Sie lernen, wie sind die Icons, wie sind möglicherweise auch die Druckpunkte und so weiter und so fort. Aber auch nach einer Zeit haben Sie sich da gut dran gewöhnt. So, Search Engines und vor allem auch Consumer Electronics sind dort diejenigen, die in diesem UI oder Interface für die Benutzer, für die jeweiligen Fahrzeugverwender dann auch eine große Industrie darstellen. Also diese Folie soll nichts anderes Ihnen auch präsentieren, dass selbst wenn Sie einen internen Wunsch haben und sagen, ich möchte gerne das Thema autonomes Fahren weitertreiben, dann müssen Sie nicht in die Automobilindustrie per se, sondern Sie können in die Medizintechnik, Sie können eben in Videogames einsteigen, Sie können irgendwie auch Voice Recognition, all diese Dinge, wie so eine Chain, kommen ja dann dementsprechend irgendwo zusammen, um dieses große Ziel dann tatsächlich zu erfüllen. Die Fahrfunktion zu implementieren ist ein Teil davon. Ne? Die Bespaßung des Kunden am Ende, der sich ja nur noch langweilt, 2 Stunden auf der Autobahn, das ist eine ganz andere Nummer. Da müssen irgendwie mal Psychologen eingebunden werden, die UI muss vernünftig konzeptioniert werden. Und ich sag mal, selbst bis hin zum Interieur, das ja dann irgendwo freundlich reinschauen soll. Und freundlich ist dann eben mit vielen wieder mit Weiß verbunden. Wenn Sie aber mal beim Zahnarzt waren und dolle Angst haben vom Zahnarzt und der hat eine weiße Wand und einen weißen Kittel und ja, möchte auch, dass Ihre Zähne weiß sind, dann könnte das möglicherweise auch innere Ängste hervorrufen und dann fühlen sie sich in dem Auto auch nicht mehr wohl. Also es ist auch auf der psychologischen Ebene ganz, ganz viel noch zu tun. So, High-Accuracy Real-Time-Maps, also wirklich hochakkurate Echtzeitkartenmaterialien, die man natürlich auch durch Kommunikation von Fahrzeug-Fahrzeug-Vernetzung realisieren kann, ist ein Bestandteil, wenn ich autonom vollends fahren möchte. Und vor allem auch nicht das Gefühl habe, dass ich autonom im Stau stehe. Dass ich wie in New York eben bei einem Taxi einsteige und dann geht erstmal 2 Stunden nach vorne und nach hinten nichts, weil ich mich im Stau befinde. Sondern dass wirklich in Abhängigkeit zu Algorithmen, zu aktueller Fahrsituation, zu aktuellen Fahrdaten um mich herum vielleicht ein Schlupfloch entdeckt wird, wo ich dann 4, 5, 6 Minuten Fahrtzeit einsparen kann. Und in der Zeit kann ich irgendwie Werbung schalten oder was auch immer. Gut, Slam-Algorithmen sind dann Sachen, das lernen Sie dann, wenn Sie sich mit Lokalisierung auseinandersetzen, zum Beispiel bei Herrn Kreissig in der Veranstaltung oder eben auch bei Reinhard Gernt, wo es dann um autonome Systeme geht. Genau. Genau, Current Complexity Leaders, Map Providing, Local-Based Services und so weiter. Also die Nokia-HIR-Kartenmaterialien, die es ja damals gab, speziell mal so für Nokia-Kunden, die ist von der Society aufgekauft worden, also von den Automobilherstellern. Und seitdem basieren eigentlich Navigationssystem, Kartenmaterialien und was damit zu tun hat im Automobil auf den HIR-Karten. Kann man mögen, muss man nicht, aber sie sind auf jeden Fall in dem Zusammenhang dann auch weiterentwickelt worden, ergänzt worden, um die Anforderungen dieser Mobilitätsanwendungen dann auch, was kam dann noch, dementsprechend dann auch noch zu erweitern. So, später gibt es dann im autonomen Autos Werbung für autonome Autos, wie pünktlich sie wären, während man in den Stau steht. Genau, Hashtag Deutsche Bahn. Ja, was da kommen mag und nicht kommen mag, das ist sicherlich auch dann nochmal stufenabhängig und vor allem auch eben generationsabhängig. Es ist eben eine Frage, ne? Wenn man als heutiger Automobilhersteller, nehmen wir uns mal die Kappe auf und denken, wir wollen in Zukunft eben Autos verkaufen, dann ist das autonome Fahren für uns eigentlich eher ein Graus. Wir wollen es, weil es prestigeträchtig ist, aber am Ende verkaufen wir keine individuellen Autos mehr, sondern eigentlich nur noch ein und dasselbe. Dann relativ wenig, weil der Markt dann irgendwann auch übersättigt ist. Denn es braucht ja niemand mehr dann ein Auto in seiner Garage stehen. Die Garage ist dann plötzlich auch überfällig. Grundstücke sind dementsprechend viel zu groß. Also ein 700 Quadratmeter Grundstück, was, wenn man mal ehrlich ist, schon fast zu klein ist, wenn ein Haus drauf kommt. Und ein bisschen Garten möchte man ja auch haben. Nicht so ein kleines Wiesenstückchen, wo der Hund drauf pinkeln kann, sondern wir sprechen dann ja schon von einem Wunsch, einen Garten zu haben, wo man auch eintreten kann. Und aber möglicherweise ist das die Zukunft, dass dann wirklich die Grundstücke auch nochmal um ein Vielfaches kleiner werden, weil man zum Beispiel eine Garage nicht mehr braucht. Weil Mobilität kommt dann einfach per Zuruf. Und da kommen dann ja Systemkomponenten zum Tragen, die wir ja auch schon kennen. Ein Uber. Ne? Also nicht nur in Hollywood-Filmen wird das ja dystopisch schon mal in die Zukunft geleitet. Ja, gut, man muss es mögen. Diese ganzen Cyberpunk-Geschichten zeigen ja auch relativ einläutend, dass dort ja dieser Schick von irgendwelchen Hochglanz- und Hochleistungselementen dann vielleicht auch so ein bisschen irgendwann mal abbröckelt und man dann Mobilität eigentlich auch sehr gerne wieder im Mad Max-Style durchführen möchte, nämlich selber fahren. Gut, hier gehe ich mal ein bisschen schneller drüber, einfach um Ihnen die Informationen mal gegenüberstellen zu können. Es wird da in Zukunft auf jeden Fall unterschiedliche Klassen geben. Short Distance Vehicle, das ist so das Google Car. Also falls das Google Car noch nie gesehen haben, solche kleine Knutschkugel ist das eben mit so einem lustigen großen Hut oben drauf, wo dann das LIDAR-System positioniert ist, das dann eben rotiert und die Umgebungsinformationen abnimmt. Das Fahrzeug ist im Verhältnis relativ günstig. Dadurch sind auch die Tripkosten, also die einzelnen Distanzen, die damit möglich sind, relativ klein. Also ich sag mal so 100 Kilometer und dann wird es auch schon so ein bisschen enger. 160 ist vielleicht auch noch drin, aber die Reichweite bei den Dingern ist auf jeden Fall begrenzt. Die Passenger und auch dementsprechend der Cargo-Bereich ist auch begrenzt. Das heißt, da können Sie nicht mit einer vierköpfigen Familie verreisen, sondern das ist dann eher so 2 Personen, vielleicht 3 auf dieser Sitzbank, die da drin herrscht und ein ganz kleines bisschen im Frunk und ein ganz, ganz kleines bisschen im Trunk, aber eben keinen riesigen Koffer, um jetzt einen Interkontinentalflug anzustreben. Und das Ownership, ja, das wird wahrscheinlich nicht Ihres sein. Also das Google-Auto ist nicht so, dass es verkauft wird, sondern die Mobilität wird verkauft. Und dementsprechend wird ein solches Fahrzeug Ihnen auch nie gehören. Oder andersrum gesagt, Sie können es nicht kaufen und müssen dann dementsprechend den Dienst in Anspruch nehmen. Bei den Medium to Long Range Distances sehen wir schon, also die Trip Counts, die sind ein bisschen größer. Der Cargo-Bereich ist natürlich größer, Anzahl der Passagiere, in dem Fall sind es 12. Plus dementsprechend jeden auch einen Handgepäckkoffer und auch dementsprechend einen Kontinentalkoffer. Also da ist Platz, definitiv. Es erinnert auch eher so an einen Bus. Und das könnte eben auch die Zukunft des Personennahverkehrs sein, indem sich so Rufbussysteme etablieren, indem man eben sagt, ich würde gerne von montags bis freitags um 8 Uhr vor meiner Haustür stehen und dann würde ich gerne abgeholt werden. Ja, und dann bucht man sich diesen Dienst. Und in Abhängigkeit, wer diesen Dienst auch noch zusätzlich gebucht hat, entscheidet dann ein Algorithmus über, ja, wie dieser Bus dann zu fahren hat, damit er alle pünktlich zu der Wunschzeit aufgepickt hat und vor allem auch alle pünktlich dann möglicherweise zur gleichen Arbeitsstätte oder was auch immer hinfährt. Aber nicht mehr Linienbusse, die ihm genau sagen, ich fahre da lang, ich fahre über diese Straße und dann da lang, sondern viel zielgerichteter, zweckmäßiger. Wenn ich 12 Leute drin habe und die wollen an 12 unterschiedliche Orte, ist das natürlich schwierig. Wenn der Algorithmus im Vorfeld aber bereits schon die Entscheidungen trifft und sagt, okay, die wollen eigentlich nur an 2 Orte, Das einzig Schwierige ist, sie einzeln aufzupicken und dann eben an diesen zwei Orten wieder auszuflaschen. Das kriegt man aber hin. Und von daher, Kosten für so ein System sind natürlich relativ hoch. Klar, das wird dann nicht Ihr Bus sein, sondern es wird auch wieder irgendein Betreiber sein. Und die Ownership, ja, Sie könnten sich so ein Ding wahrscheinlich kaufen, aber werden Sie nicht sonderlich mit froh. Den Individualverkehr, also dort, wo das Ownership tatsächlich ein bisschen größer wird, das ist dann in diesem Multipurpose. Das ist das, Sie wollen da mal zur Arbeit fahren, Sie wollen aber möglicherweise auch mal in den Urlaub mitfahren, obwohl Statistiken zeigen, dass Sie es sowieso nie tun werden. Aber gut, so ist es, ne? Average Trip Distance ist dann dementsprechend auch relativ hoch. Sie fahren mal 40 Kilometer in die Richtung, Sie fahren mal 300 Kilometer in die andere Richtung und so weiter und so fort. Aber was man eben sieht, ist der unterschiedliche Wunsch von Mobilität. Ne? Dass ganz rechts natürlich klar ist, dass Sie da erstmal ganz, ganz dolle in die Tasche greifen müssen, um dieses Vehikel überhaupt zu besitzen. Muss klar sein, währenddessen Sie auf der linken Seite natürlich wirklich nur, ja, Bruchteile davon bezahlen, weil sie nur die nutzen, wenn sie wirklich das brauchen. Zu Corona-Zeiten, ich meine, ein Auto ist sowieso ein Stehzeug, es steht mehr, als dass es fährt, aber auch zu Corona-Zeiten merkt man das, glaube ich, schon signifikant, dass viele unserer Fahrzeuge eigentlich nur in der Garage oder vor der Tür stehen und man sehr, sehr wenige Fahrten überhaupt erledigen muss. Würde ich nur die Mobilität bezahlen, wäre ich jetzt gerade glücklich. Aber Steuer, Versicherung und Instandsetzung etc., es wird ja alles nicht besser, auch wenn es steht. Ne? Sehr schön, 9:08 Uhr, gut in der Zeit. Gucken wir mal weiter, was wir als nächstes haben. Ne? Also grundsätzlich traditionelle Automobilhersteller. Den Flavortext, den lasse ich da mal jetzt einfach so, wie er eben ist, den müssen wir jetzt nicht nennenswert irgendwo nochmal erwähnen. Aber traditionelle Automobilhersteller sehen Sie da ja mit Volkswagen, BMW, Daimler und so weiter und so fort. Genau, bei mir steht, seitdem ich vor 2 Wochen meinen Schlüssel zur Wohnung bekommen habe, einer an der Straße und hat sich null bewegt. Ja, also ist tatsächlich so, geht mir ähnlich. Gestern bin ich nochmal gefahren, aber ansonsten geht ja auch nicht viel. Die traditionellen Hersteller, dazu gesellen sich dann dementsprechend mittlerweile auch noch weniger, aber die dort auf jeden Fall noch, Siemens, Continental und Bosch, das sind so die typischen Car-Supplier. Und dann gibt es eben nochmal diese Buff, Google, Apple und Tesla, die so nebenbei einfach mal einen neuen Zweig aufziehen. Ich will damit nicht sagen, dass die Tesla-Autos überlegen sind gegenüber den normalen traditionellen Herstellern, aber sie sind von per se erstmal anders. Sie gehen anders an die Thematik ran. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Definitionen, und ich hoffe, sie kommen jetzt hier gerade, genau, nochmal zurück. Nein, zurück. Nochmal zurück. Gut, da. Dass die Definitionen dazu einfach auch nochmal kommen. Denn grundsätzlich ist es so, dass einige eben auch sagen, dass die Zeit oder die Ära des mechanischen Engineerings, also des Maschinenbaus, irgendwo ja, vorbei ist und die Ära der Software-engineert Fahrzeuge eben bereits vorhanden ist. Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, weil man wird immer Maschinenbauer brauchen, man wird Elektrotechniker brauchen etc. Aber wenn man mal schaut, wo wir als Informatiker mittlerweile mitspielen und welchen Bestandteil wir vor allem auch einnehmen durch unsere Kompetenz, Software vor allem, dann ist das schon enorm. Also ein Steuergerät funktioniert nicht ohne Software, ein MMI-System funktioniert nicht mehr ohne Software. Da sind wir in jedem einzelnen dieser Bereiche auf jeden Fall vorhanden. Und auch darüber hinaus. Im Backend genauso wie im Frontend. Und auch gibt es unterschiedliche Sichten, kann man nachlesen, muss man aber nicht, dass man zum Beispiel ein Auto nimmt und wir packen da einfach einen Computer rein. Das ist so der klassische Volkswagen, Audi, BMW, also traditionelle Automobilhersteller, denke. Oder man dreht das um und man nimmt einen Computer und packt 4 Räder dran. Also ein bisschen das Beispiel, was ich vorhin mit dem Mac Mini meinte. Und das sind 2 unterschiedliche Ansichten und 2 unterschiedliche Paradigmen. Nämlich bei dem einen nutze ich die Technologie und packe da einfach Reifen dran. Und bei dem anderen habe ich eben so ja meine Kutsche und packe da mal irgendwie Rechner rein in der Hoffnung, dass die dann das erledigen. Ne? traditionell, modern. Ne? Ich meine auch diejenigen, die vielleicht jetzt aktuell in der Automobilindustrie tätig sind. Also agile Methoden, alles das, was wir aus der Softwaretechnik her kennen, sind mittlerweile ziemlich teuer zugekaufte Knowledges in der Automobilindustrie, weil sie gemerkt haben, dass es nur noch so weitergeht. Also das klassische Wasserfallprinzip und ich mache am Anfang meine Anforderungen und am Ende teste ich das ab, funktioniert nicht mehr. Und aus diesem Grunde sollen natürlich auch diese Beispiele dazu herhalten. Gut, ja, wenn man mal nach gewissen Dingen wie autonomes Fahren oder sowas sucht, dann findet man eigentlich extremst viele Hits unter dem Begriff dann Google. Also natürlich, wenn man in Google googelt, ist jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen der Hint dazu. Aber wenn Sie in Google eben das Wort autonomes Fahren eintragen, dann werden Sie eben ganz, ganz oft das Google-Auto und die dazugehörigen Waymo und so weiter Veranstaltungen dann finden. Sie werden ganz, ganz viel über Apple sehen im Verhältnis, also mehr als über Mercedes-Benz, Audi und so weiter, weil das eben trendige Rumors sind und dementsprechend viele Klicks generieren und dementsprechend auf vielen Blogs etc. dann auch nochmal verifiziert werden. Und zum Beispiel einen Land Rover werden sie gar nicht finden oder nur ganz, ganz wenig, ein Jaguar auch, Cadillac, GM, bei BMW wird es mittlerweile mehr, bei Audi wird es mittlerweile mehr und bei Tesla ist ganz, ganz groß geworden. Also wenn ich mal gucke, die Folie ist von 2018, also die ist durchaus jetzt auch schon wieder 2 Jahre alt. Ne? Da hat sich also nicht nennenswert was geändert, es ist immer noch Google ganz, ganz vorne an der Stelle, aber die Verschiebung, die findet also auf jeden Fall dahingehend statt, dass zum Thema autonomes Fahren nicht unbedingt die traditionellen Autobauer als Trend online dargestellt werden. Fein, dann ja, so ein Kit haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? Knight Industry 2000 aus dem Jahr 1982. Nett, kennen wir schon, haben wir schon mal drüber gesprochen. Grundsätzlich auch hier die Car Sales, wenn man so schaut, von 2016 bis zu 2030 mal aufgelistet. Also die Car Sales an sich, die werden wahrscheinlich runtergehen. Die After Sales, die werden wahrscheinlich gleichbleibend sein. Aber was auf jeden Fall einen riesen enormen Zuwachs erfahren wird, sind die Vehicle Added Services. Das heißt, mein Auto bleibt wie es ist, aber ich kann eben durch, ja, irgendwie Eingeben von Coins, Kreditkarteninformationen oder wie auch immer, die Features, die dieses Auto erledigen kann, zukaufen. Also so ein bisschen wie Applications, die man sich im App Store dazu kauft. Das Telefon arbeitet dann einfach nur noch damit und im Auto wird es dann wahrscheinlich ähnlich sein. Also wir sprechen hier von 2030. Ich habe schon über In-Car-Purchasements mit Ihnen gesprochen gehabt. Da wird die Reise also auf jeden Fall hingehen. Ne? Auch Flavortext können Sie sich dann nochmal anschauen, wenn Sie die Folien dann hochgeladen bekommen. Sehr schön. So, von 2012 bis 2020 etwa mit dem Sternchen behaftet, weil das Prognosen gewesen sind zu dem Zeitpunkt. Auch mal die Darstellung mit Fahrzeugen allgemein und Fahrzeugen mit Internetanbindung. Und das hat sich etwa bewahrheitet. Also 2020, aus dem letzten Jahr jetzt, sind wir also schon über einigen Faktoren in der Größenordnung gelandet, dass eigentlich Autos mit dem Internet verknüpft sind. Gerade Fahrzeugsysteme, die in der Mittelklasse angeboten werden, die haben eigentlich immer auch ein dazugehöriges Environment, um irgendwelche Funktionen bereitstellen zu können, also Internetfunktionen oder vielleicht sogar auch die Fähigkeit, übers Internet einfach auch Funktionen upgraden und updaten zu können. Aber die Innovationen, die sind relativ, naja, kann man ja hier sehen. Moment, muss ich nochmal einmal zurückgehen. Jetzt habe ich aus Versehen ein zu viel gemacht. Also beim Telefon sehen Sie ja, die Innovationen sind eigentlich immer in 2 Stufen aufgeteilt. Und das ist egal, ob Sie jetzt einen Samsung, Apple oder irgendwen anderen nehmen. Ich glaube, beim Google ist es so, dass die Iterationsstufen doch noch ein bisschen länger sind, aber diese beiden wirklich an der Spitze sich kabbelnden Hersteller haben eigentlich immer also pro Jahr auf jeden Fall ein Telefon und das eine ist eine Revolution, also wirklich was nagelneues, und das andere ist eine Evolution. Aber so ist es, wie man das hier auch sieht, 2007 irgendwo, ne, ganz oben Revolution und dann irgendwie nochmal ein Evolution, dann wieder Revolution, Evolution, Revolution. Das ist eigentlich immer irgendwie so ein Sinus, der da in der Entwicklung ist. Beim Auto ist das ganz spannend. Da kommt irgendwie was auf den Markt, dann ebbt es ab, weil es irgendwie dann nur so feine kleine Tweaks gibt und so nach 3 Jahren kommt dann irgendwie wieder was Neues. Und dann kann es teilweise auch mal sein, dass 1, 2, 3 Jahre an dem ganzen System überhaupt nichts mehr gemacht wird, bis es dann wieder irgendwie von den Evolutionen und den Revolutionen tatsächlich dann auch was macht. Also die Entwicklungszeiten, die sind ganz anders. Es ist nicht 1 Jahr und neue Killer-Features, sondern es ist eher so, ja, 3,5 Jahre, 4 Jahre, manchmal 5 Jahre, manchmal 6 Jahre, je nach Fahrzeugform und Gattung. Beim Golf kann man sagen, ist es etwa, ja, 4, 5 Jahre, in denen die Generation tatsächlich dann auch so ist, wie man sie sich oder wie man sie kennt. Und zwischendrin wird dann einfach nochmal so ein Facelift rausgehauen, das von der Technik eigentlich genauso ist, nur anders ausschaut. Fein. So, dann die Lines of Code, ne, muss man auch mal gegenüberstellen. Also bei einem modernen High-End-Fahrzeug, was autonome Funktionen beherbergt, etc., etc., ist es um ein Vielfaches mehr Software drin, also Lines of Code, als im Space Shuttle ursprünglich. Ne? Und nur mal um zu schauen, Facebook eben auch darunter, Windows 10 deutlich darunter. Ein F-35 Fighter Jet ist auch deutlich drunter, das liegt aber auch so ein bisschen am robusten System an sich, denn sicherheitskritische Features oder Militär und so weiter und so fort muss eben auch schlank geschrieben sein und ist natürlich durch enorm viele Standards etc. dann auch dazu gezwungen und genötigt, eben schlank zu programmieren. Bei neumodischen, modernen Fahrzeugsystemen gibt es diese Restriktionen nicht. Das heißt, Ihr Algorithmus muss das leisten, was irgendwo die Anforderungen darstellt. Ob das nun in 1000-Zeilen-Code realisiert wird, mit ganz, ganz vielen Switch-Case-Anweisungen, oder ob das eben dann irgendwo doch etwas effizienter programmiert wird, das liegt dann unter anderem auch so ein bisschen an Ihnen. Wenn Sie also durchaus effizient implementieren können, dann kann das einen echten Benefit auch für den Industriezweig sein. Wenn Sie das nicht so gut können, weil Sie eigentlich Maschinenbauer sind und durch eine Umschulung intern 3 Wochen lang C gelernt haben und jetzt losgelassen werden, dann Fahrzeugfunktionen zu implementieren, dann ja, muss klar sein, was dann passiert. Nämlich so einen Wildwuchs, der zum einen eben demonstriert, oh, da ist ganz, ganz viel. Zum anderen aber auch demonstriert, jo, da machen ganz, ganz viele Idioten eben mit. Ja. Feini. Jetzt kommen wir in den Bereich Ethik und da habe ich mal was für Sie vorbereitet. Das ist nämlich das sogenannte Trolley-Experiment und hier darf es jetzt mal bitte im Chat richtig riot gehen, denn ich möchte von Ihnen wissen, erstmal erkläre ich Ihnen diese Szenerie. Sie sehen hier in dem Bereich hier eine sogenannte Trolley, das ist also eine Straßenbahn und 2 Schienen. Wenn Sie nichts tun, gar nichts tun, also nicht an diesem Hebel ziehen, das hier sind zufälligerweise Sie, ne? Wenn Sie nicht an diesem Hebel ziehen, fährt diese Trolley über diese 1, 2, 3, 4, 5 Menschen drüber. Wenn Sie was tun, fährt diese Trolley hier ab und fährt nur diesen Menschen tot. Das ist erstmal das grundlegende Prinzip. Es ist noch ergänzt durch einen dritten Spieler, hier hinten, Sie könnten auch einen dicken Fettsack, das soll jetzt nicht wertend sein, aber das Experiment ist eben darauf ausgelegt, die Brücke runterwerfen und dementsprechend würde dann auch, ich sag mal, alles, was hier unten passiert, nicht mehr passieren, weil dann die Straßenbahn schon durch den vielen Matsch, der da generiert worden ist, zum Stehen kommen würde. So viel aber erstmal dazu. Grundsätzlich ist es so, dass dieses klassische Experiment eben was mit Ethik zu tun hat. Und ich würde gerne mal wissen, was würden Sie denn jetzt tun, wenn Sie derjenige an diesem Hebel sind? Lass mal den dicken Menschen da einfach mal dicken Menschen sein, aber dort an dem Hebel, wie würden Sie dort reagieren? Was wäre dort Ihr Punkt, den die adressieren möchten? Ich gucke derweil mal, irgendwie ist doch hier noch etwas schief. Das ist ja ulkig, das ist ja gar nicht mein Layer hier, den ich benutze. Fein. Ja gut, da muss ich dann später nochmal gucken, aber vom Layer ist das auf jeden Fall hier nicht ganz so schön. Gut, gucken wir dann. So, jetzt kommen ja die Sachen in den Chat rein, das heißt, da kann man schon mal schauen. So, ab hier geht's los. So, das ist eine ewige Diskussion. Gab es ein ähnliches Problem nicht mal in einem Film, wo es mit einem Flugzeugabsturz durch die Luftwaffe gab, genau, Zuschauer per Telefon abstimmen sollten. Also die USA würde sagen, das Wohl weniger wiegt schwerer als das Wohl Einzelner. Auch so eine Geschichte, wie fährt die Bahn, weil ich würde den Hebel nicht ändern, weil ich ja dann aktiv für den Tod von jemandem verantwortlich bin. Auch eine schöne Anekdote. Ja, also, wenn sie nichts tun, dann sterben 5 Leute. Da sie aber am Hebel stehen und die Entscheidung treffen könnten, würde wahrscheinlich auch jeder, der das sieht, sagen, ja, ob du nun den Hebel gezogen hast oder nicht, dann würden dementsprechend wahrscheinlich einige, obwohl sie nichts gemacht haben, dann sagen, unterlassene Hilfeleistung oder wie auch immer. Also von daher, was sie gerade ganz automatisch machen, steht auch zur Auswahl, sich selber vor die Bahn zu werfen. Nein, das steht jetzt nicht zur Auswahl. Also an diesem Hebel sind 2 kleine Pfeile, genau. Einmal ist eben dieser Pfeil dran, diese Schiene ist jetzt so gestellt, wie sie eben ist, und der andere Pfeil wäre dann eben, dass sie dann ausweicht auf die anderen Schienenverkehr. Die Leute wegtragen und so weiter und so fort sind offensichtlich Dinge, die sie dort beschäftigen und die offensichtlich von ihnen dort auch irgendeine Art von Relevanz einnehmen. Gut, was sie alle gerade machen, ist darüber nachdenken, abwägen. Was passiert, wenn ich das mache? Aha, aha, aha. Was passiert, wenn ich dies mache? Okay. Genau, wir fangen nun an abzuwägen. Das letzte gilt, aber letztlich gilt, gibt es keine gute Lösung. Ja, das ist auch richtig. Was wir aber automatisch machen, ist eben dieses Abwägen. Wir kennen eben nur diese Informationen, die ich Ihnen gegeben habe, und dementsprechend stehen Sie dann dort, gucken und sagen ganz instinktiv entweder A oder B. Oder nichts tun. Ne? Völlig versteinert und was soll ich nun erledigen? Diese Möglichkeiten bestehen da auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir uns aber das nochmal an aus einem anderen Sachverhalt. Also A, mache ich Ihnen das Bild mal ein bisschen größer und mache vor allem mal die Darstellung, nehme ich mal so an, dass Sie da auch sehen können, was da passiert. Also auf der rechten Seite liegt jetzt Ihre Frau. Und auf der linken Seite sind, ich sag mal, ihre Familienmitglieder. Das heißt, da sind irgendwie Eltern, Onkel, Tante und so weiter, Nichten, Neffen vorhanden. Wie würden Sie jetzt entscheiden? Mittelstellung gibt es nicht, falls jetzt gerade im Chat dementsprechend wieder darüber diskutiert wird. Also, ne? Ihre Frau oder eben, ja, Ihre Familienmitglieder. Wie würden Sie jetzt entscheiden? Das ist eine zusätzliche Information, die Sie bekommen haben. Ne? Also was Abwägen betrifft, ist ja jetzt durchaus schon ein bisschen anders. Da traut sich jetzt keiner, weil wahrscheinlich die Frau zuschaut, ne? Kommt immer drauf an, mag ich meine Frau. Ja. Jo, jetzt hat man einen absoluten Gewissenskonflikt. Ja, hier steht auch noch im Chat nochmal, würde meine Frau retten oder meine Familie retten, außer das Missverständnis ist zu krass. Aber sie merken schon, sie fangen an zu denken. Und sie geben sich jetzt gerade selber Zeit. Wenn ich runterzählen würde von 30 Sekunden runter und sie müssten eine Entscheidung treffen, ne, wird das Ganze wirklich schwierig. Wie gehe ich daran? Möchte ich jetzt meine Frau retten, weil die habe ich irgendwie doch lieber als meine Eltern? Oder würde ich meine Eltern retten, weil die habe ich doch lieber als meine Frau? Am liebsten würde ich vielleicht einfach beide retten, aber das steht nicht zur Diskussion. Irgendeiner muss sterben. Hm? Gut, ich habe da noch was. Hebel umlegen und die Frau von den Schienen ziehen. Ja, sehr heroisch. So, jetzt gehen wir mal in eine andere Diskussion. Wir sehen auf der linken Seite jetzt plötzlich Krebsforscher. Und auf der rechten Seite liegt jemand, der quasi schon derartig Krebs zerfressen ist, dass er wahrscheinlich nur noch wenige Tage zu leben hat. Wie entscheiden Sie jetzt? Ne? Auf der linken Seite sind Forscher, die eben Heilmittel gegen Krebs versuchen zu entwickeln, und auf der rechten Seite liegt eben eigentlich schon jemand, der todgeweiht ist. Jetzt schreibt hier schon jemand, die zusätzlichen Informationen machen es halt einfacher oder auch schwieriger. Bedenken Sie immer, die Zeit, die Sie zum Überlegen haben und zum Verifizieren. Sie können ja nicht rüberschreien und sagen, hey, seid ihr Krebsforscher? Und dem anderen zuschreien, ey, bist du tot? Oder geht halt nicht. Ne? Diese Informationen müssen Sie halt irgendwo, müssen Sie ja dann haben zu dem Zeitpunkt. So, und jetzt ist nicht die Frage, wie die meisten entscheiden würden, sondern wie würden Sie entscheiden? Also hier hat schon jemand gesagt, die meisten würden wahrscheinlich sich dazu entschließen, den Todgeweihten zu überrollen. Und eine weitere Aussage ist dann auch im Chat, dass, obwohl ich nicht denke, dass es einfach zu urteilen ist, einfach nochmal Bezug nehmend auf die erste Aussage. Ja, wie würden Sie entscheiden? Ganz, ganz salopp, 0 oder 1. Ist ja letztendlich nichts anderes als eine 0-1-Entscheidung. Denn entweder Sie machen nichts und es würden dann dementsprechend 5 Menschen sterben, die möglicherweise gerade vor dem Durchbruch der Erforschung von Krebs waren. Oder, wenn sie Eingriff genommen haben, dann dementsprechend jemand, der sowieso schon nahezu tot ist. Ohne das jetzt runterbrechen zu wollen, dass das irgendwie vernünftig oder sinnvoll sei. Aber ich merke schon, die Entscheidungsfindung, die ist für Sie nicht so einfach. Deswegen nehmen wir noch ein drittes Beispiel. 4 Strangers, also 4 Fremde und Hitler, sind auf der linken Seite und eben auf der rechten Seite ein Neugeborenes. Und jetzt entscheiden Sie mal. Hm? Hitler muss immer wieder sterben. Links. Ja, jetzt geht der Chat right. Jetzt werden sie aktiv. Jetzt ist klar, wohin die Reise führen sollte. Ganz genau, sie haben da auch ein Feindbild und sagen sich, jo, alles klar, weg damit. Was in dem Beispiel auch durchaus legitim ist. Das viel Wichtige an der Stelle ist aber, hier steht ja, solange wir frei sind zu wählen, was unsere Handlungen betrifft, sind wir aber nicht frei, was die Konsequenzen betrifft, unseres Handelns. Wir können zwar jetzt eine Entscheidung treffen, aber die Konsequenz, ob nun 5 Leute sterben oder nur eine, die ist immer von uns abhängig. Das heißt, wir sind entweder Mörder von 5 Personen, weil wir nichts getan haben, oder wir sind entweder Mörder von einer Person, weil wir was getan haben. Ne? Das sind Bestandteile, gerade in der Ethik, die enorm wichtig sind, sich dem mal gestellt zu haben. Also dieses Experiment hier, da gibt es jetzt keine Lösung für. Für dieses Experiment gibt es jetzt auch nicht irgendwelche Bonuspunkte oder hurra, Sie haben das bestanden oder nicht. Dieses Experiment soll Ihnen demonstrieren, wie komplex es ist, innerhalb von wenigen Sekunden eine Initialentscheidung zu treffen. Und das macht jeder anders, weil jeder anders abwägt. Und viele Menschen neigen dazu zu handeln, was zu tun. Da sind dann auch mehrere Möglichkeiten, ich sag mal offen, plötzlich auf Schienen zu rennen, jemanden da loszumachen und wegzuziehen etc. Aber es ist auch ganz klar, Sie können nicht 5 Leute von den Schienen ziehen. Genauso wenig, wie es möglich ist, eben den Hebel zu ziehen und dann noch ganz, ganz schnell irgendwie die Person von dem anrollenden Zug irgendwie zu befreien. Also die Konsequenzen, die da rauskommen, die haben Sie nicht in der Hand. Die Entscheidungsfindung dagegen schon. Und diese gleiche Szenerie machen Sie in Ihrem Kopf ab. Jedes verdammte Mal. Oh, die Ampel wird rot. Da ist nichts. Oh, ein Stoppschild. Da ist nichts. Hm? Diese Entscheidung treffen Sie aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Abwägen. Das kleinste Übel wird dann dementsprechend irgendwie toleriert, wenn es dann eben nicht schlimm ist. Hm? Prüfungssituation, Automotive Systems. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht gelernt, ich bin aber gewillt, diese Prüfung zu schreiben und nehme mir einen solchen Spickzettel mit. Oh, und der wird dann gefunden oder nicht. Entweder komme ich durch und habe vielleicht eine gute Note dadurch bekommen oder mir ergaunert, oder ist es aufgefallen und ich habe eine 5 bekommen und bin in Zukunft gebrandmarkt und jeder beobachtet mich auf jeden Fall etwas genauer. Aber die eigentliche Konsequenz ist, Sie wissen es nur aufgrund eines Spickzettels und 1, 2 Jahre später in der Situation, wenn Sie sich mit Ihrem Zeugnis irgendwo bewerben und eine Übungsarbeit bekommen, um innerhalb von, was weiß ich, 20, 30 Minuten irgendeine Lösung dafür zu präsentieren und können eigentlich nichts von dem, was Sie sich dort beworben haben, dann kriegen Sie die Quittung deutlich später. Also dieses kurze, befriedigende Gefühl, hurra, ich bin durch und habe eine gute Note, wird Ihnen garantiert das Genick brechen, einige Wochen, Monate, Jahre vielleicht später. Und das ist ganz wichtig, sich diesen Konsequenzen im Klaren zu sein. Das ist echt eine geistige Zellteilung, die wir hier erfahren. Denn für diejenigen, für die erstmal herzlichen Dank, dass Sie da auch so offen im Chat geschrieben haben, für die ist das nämlich eine ganz, ganz wichtige Reise. Gerade wenn es darum geht, Algorithmen zukünftig zu schreiben, die ja in irgendeiner Art und Weise ja doch gewissermaßen deterministisch sind. Immer wenn diese Situation auftaucht, muss dann das und das gemacht werden. Es sei denn, da kann ich schon mal vorwegnehmen, dass wir uns in der Konstellation eben zukünftig dann eher mit dem Thema Würfelwurf auseinandersetzen. Und das ist das, wie aktuell in der Industrie gehandhabt wird. Eine Situation kommt auf, eine Situation hat 5 bis 20 Ausgänge, wie es ausgehen kann, und dann wird gewürfelt mit einem dementsprechend 20-seitigen Würfel, und dann wird eben jetzt alles vorbereitet, dass der Ausgang derjenige ist, den man ausgewürfelt hat. Nächster Zeitschritt, neue Bildmaterialien, neue Sensorwerte, neues alles, und jetzt hat man plötzlich nicht mehr 20 Lösungen, sondern es sind nur noch 4. Naja gut, dann würfelt man mit einem 4-seitigen Würfel, und auch dann verfolgt man diese Strategie zur Prävention in Abhängigkeit zu eben dieser Random bzw. zu diesem Würfelexperiment. Würde die Entscheidung an die Summe des Social Scores binden. Ja genau, kann man probieren, ist sicherlich auch nicht schlecht, aber naja, ne, muss man gucken, wie man dann in Zukunft damit umgeht. Fakt ist, randomifizierte Zahlen lassen sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen generieren. Die günstigste ist eben, einen Timer-Count von Ihrem Mikroprozessor hochzählen zu lassen und dann durch irgendeine abgefahrene Magic Number zu teilen, zu runden, und dann haben Sie Ihre Zahl. Wenn ich das so mache, dann kann ich für jeden einzelnen System-Tick, also für jede einzelnen Clock, kann ich quasi deterministisch schon ausrechnen, was dabei rauskommt. Das heißt, grundsätzlich ist das nicht fair. Wenn man jetzt wirklich Forensik betreibt und sagen wir mal so, ihre Frau, ihr Freund oder was auch immer ist bei so einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und sie haben da so ein bisschen Ahnung von der Materie, dann war es plötzlich klar, dass er umgefahren wird, weil die Zahlen dafür sprechen. Mit dem und dem Zeitclock kommen die und die Entscheidungen zustande, völlig deterministisch und dementsprechend eigentlich auch vorhersagbar. Echte Random-Zahlen hingegen müssen irgendwie ja durch eine echte Random-Engine generiert werden. Davon gibt es nicht viele auf diesem Planeten. Die eigentlich wirklich vorhandene ist der Zufall, der dann dementsprechend, diesen Chat hier nicht draufklicken, das Problem kennen wir. Kriegen wir hier mal wieder einen schönen geblacklisteten hinzu. Genau, und da muss man ganz ehrlich sagen, ist das wirklich ein Hemmnis. Und da muss man sich nicht nur ethisch, da muss man sich nicht nur wissenschaftlich drum bemühen, sondern da muss man sich auch wissenschaftlich und technisch drum bemühen, dass zukünftig vielleicht sogar solche Situationen gar nicht erst aufkommen, wo es zu brenzlichen Situationen kommen könnte. Also das Problem schon viel, viel früher adressieren. Aber wichtig ist ganz klar, sich dem Thema Ethik auf jeden Fall erstmal zu widmen, dem Thema Ethik auf jeden Fall auch irgendwo offen gegenüber zu stehen. Denn es hilft nicht, wenn man sagt, das sind eben irgendwelche Geisteswissenschaften, mit denen haben wir nicht wirklich was zu tun, sondern das sind eben wirklich Dinge, die von Relevanz sind. So, Autonomous Driving haben wir eben auch schon durchgesprochen gehabt. Das haben wir im letzten Foliensatz gehabt, wie die aussehen können. Google-Autos, dann hier Palo Alto-Fahrt von einem Audi TT. Ja, und die Maschine da unten rechts, die könnten Sie kennen aus den DARPA Urban Challenges, ist letztendlich nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Caroline, dann von der Universität Stanford. Also auch hier nichts nennenswert Neues oder Kritisches. Bei mir ist Herr Gießler. Das kennen wir auch schon, müssen wir nicht nochmal den Herrn Gießler sehen. Und von Robert Klaus und so weiter haben wir auch schon alles Mögliche kennengelernt. Springe ich nur noch mal durch in der Hoffnung, dass vielleicht noch was Neues kommt. Ach, was hat man sich da damals Mühe gemacht für ein schönes Look and Feel. So, auch hier irgendeine Fahrt brauchen wir nicht mehr, die kennen wir nämlich auch schon. Die Palo Alto-Fahrt, die werde ich Ihnen jetzt auch nochmal skippen, die brauchen wir nämlich nicht. Und am Ende kommt Connected Car und Cybersecurity hinzu. Da gibt es unterschiedliche Standards, unterschiedlichste Regeln, unterschiedlichste Elemente, die man nehmen kann und vor allem auch unterschiedliche Arten und Weisen auf diesem Planeten. Die J3016 aus der SAE-Studie heraus, die ist eben wirklich US Department of Transport, das heißt, dort steht drin, dass sie in Kalifornien oder dementsprechend in Nevada autonom fahren können. Volle autonome Fahrzeuge, Tesla Motors Inc., BMW, Ford und so weiter und so fort, haben eben gesagt, dass innerhalb gewisser Zeitlimits dann das autonome Fahren kommen soll. 2020 war da mal genannt, ich habe noch keins gesehen. Der nächste Schritt ist zu behaupten, es ist dann eben 2025 der Fall. Der nächste Schritt wäre zu sagen, es kommt 2030 und so weiter und so fort. China hat da sich tatsächlich gesetztechnisch einige Regeln einfallen lassen. Die wollen also tatsächlich 10 bis 20% der Vehikel, die zugelassen sind, mit hochautomatisierten Fahrfeatures bis 2025 im Markt haben. Das heißt, sie können autonom fahren, müssen es aber nicht. Das heißt, die Funktionen, Knopf drücken, fahre mich nach da und das muss vollkommen autonom passieren, aber eben auch die Möglichkeit zu haben, ich möchte selber fahren. Das ist der Wunsch von China, währenddessen fully self-drived Vehikel, die also wirklich keine Lenkgestänge etc. mehr haben, 5 Jahre später in den Markt sollen. Das ist eine tatsächliche Gesetzesgrundlage, die derzeit eigentlich nur China fährt, um da wahrscheinlich auch so ein bisschen den Markt zu triggern, dort in China zu investieren. Mercedes-Benz hat eben auch kognitives Fahren vorgeschlagen gehabt und das ist ein Joint Venture zwischen Nvidia und Mercedes-Benz, also solchen Dingen, die man im Hintergrund oftmals gar nicht mitbekommt. So, Attackers, gehen wir auch nochmal schnell und fix drauf ein, mache ich Ihnen alles nochmal auf. Also grundsätzlich, wenn wir ein Fahrzeug 4.0 haben, dann haben wir auch immer die Problematiken, die durchs Hacken letztendlich kommen. Also wie einfach ist es, dieses Fahrzeug zu hacken, zu cracken, irgendwelche Funktionen davon ausführen zu können, die eigentlich nicht vorgesehen sind oder. Und da gibt es immer den Hintergrund kriminell, ne? Also wirklich, ich möchte kriminelle Gangs möchten das irgendwie machen. Die wollen am liebsten die Personeninformationen klauen, weil die können sie am gewinnbringendsten verkaufen. Die wollen Kreditkartennummern, die wollen eben auch irgendwie Ransomware installieren auf den Dingern. Das also immer, wenn sie das Fahrzeug starten, erstmal irgendwie, keine Ahnung, 40 Millionen Webseiten besucht werden und dementsprechend dafür die Klicks generiert werden. Das ist so klassische Ransomware-Geschichte. State-sponsored Actors und so ein Spaß ist letztendlich nichts anderes als das Staaten gegen Staaten interagieren. Ist auch nichts Neues, kann man sich auch 2021 sicherlich immer noch gut vorstellen, dass da im Hintergrund der ein oder andere Staat dem anderen eins auswischt. Das kann man durch DDoS-Attacken wunderbar machen, das kann man durch Man-in-the-Middle-Attacken wunderbar machen, das kann man durch viele unterschiedlichste, vor allem verteilte Angriffe realisieren. Da haben sie in der Vergangenheit schon einiges gesehen und da wird auch in der Zukunft noch einiges kommen. Wir gemeinsam müssen dafür sorgen, dass diese Fahrzeugsysteme, die, wenn sie Blödsinn machen, eben Menschenleben kosten können, maximal abgesichert sind gegen solche Informationen oder gegen solche Treiber. Dann Small-Time-Crooks, also ich sag mal so Script-Kids und so ein Spaß, also wirklich mehr so kleinen Kriminelle, wie es ja dann im Deutschen übersetzt sind, also wirklich kleinkriminelle Gangs, die eben Vehicle-Netzwerke ausspähen wollen, um eben irgendwie Fahrzeuge zu detektieren und die dann klauen zu können, also spezifisch klauen zu können. Und am Ende, na klar, eben auch irgendwie den Angriff auf den Fahrzeugowner oder den jeweiligen Insassen, indem man eben mal das Fahrzeug von irgendeinem Prominenten kapert und dann mit seinem WASD-Tasten steuert, wie es bei GTA üblich ist, und dann mal dafür sorgt, dass der die Klippe runterfährt und ja, dann ist es ein tragischer Unfall gewesen und so weiter und so fort. Ob das dann wirklich immer so tragisch ist, das sei dann mal dahingestellt. Da muss man jetzt aber durchaus nicht sonstiges an Qualifikation und Fantasie mitbringen, sondern gibt es einfach viele, viele Stellen, an denen man eben aufpassen muss. Authorized Access to Vehicle, also dementsprechend den Keyless Entry ist ein Problem, wenn ich nämlich ohne Schlüssel Zugriff drauf habe oder per Smartphone Zugriff drauf habe, dann habe ich möglicherweise tatsächlich auch Vollzugriff auf das System. In der nächsten Stufe ist es tatsächlich irgendwie, die Personeninformationen sind geklaut worden, das heißt, GPS-Logs, Creditcard-Informationen und alles andere, was dem eigentlichen Owner an Informationen zugänglich gemacht ist und ihm gehören, sondern von irgendeiner dritten Person dann dementsprechend geklont und kopiert worden und der gibt sich dann einfach als diese Person aus und hat dann auch Zugriff auf die Maschine. Bis hin eben dann auch zum Hijacken des Ganzen, also wirklich, wie es beim Jeep der Fall gewesen ist, also 2015 konnte man von extern den kompletten Jeep fernsteuern. Extern heißt in dem Fall über Bluetooth, das heißt 15 Meter Reichweite, also wirklich richtige Angriffe und Durchführung von irgendwelchen Hacks konnte man eigentlich nur gut realisieren, wenn man auf der Rücksitzbank saß. Wenn man dann vielleicht noch einen Todeswunsch hat, dann kann man das Fahrzeug natürlich eine Klippe runtersteuern, aber man ist dann eben auch als Hacker auch tot, muss man ja dementsprechend so sehen. Mobile Bots, also Vehicle Software Compromised by Hackers and used to launch cyber attacks. Also wenn das Fahrzeug dann dementsprechend irgendwie als ein Bot benutzt wird. Und ich habe dann plötzlich 3, 4, 5 im Netzwerk, die anfangen Scheiße zu erzählen. Achtung, da vorne ist ein Stau und da ist keiner. Oder Achtung, alle bitte mal Vollbremsung machen und das ist gar nicht notwendig. Falls es da so Fire Sales oder solche dystopischen Komponenten lustig finden, dann gucken Sie sich mal, ich glaube, das stirbt langsam 4.0 an. Da wird dieses relativ gut in Szene gesetzt, wobei relativ gut heißt, es ist letztendlich immer ein Actionfilm, einfach nur die Szenerie des, ich übernehme einfach mal komplett eine Stadt, Schrägstrich ein Staat mit all seinen infrastrukturierenden ja, Infrastrukturen, sagen wir es wie es ist, und kann damit nach Belieben handeln. Also wenn ich eine rote Ampel haben will, schalte ich die rot, wenn ich für mich selber eine grüne haben will, schalte ich die grün. Also letztendlich alles, was digital miteinander verbunden ist, kann ich dann dementsprechend für mich selber nutzen. Huch, das ist falsch. Bin ich in die falsche Richtung gefahren. Gehen wir da nochmal drüber hinweg. So, das hatten wir jetzt. Also von dem direkten Zugriff vom Schlüssel klauen, das kennen Sie ja auch, finden Sie irgendwo einen Schlüssel, dann können Sie dann dementsprechend damit agieren. So, die Infrastrukturen, also auch von so einem Attack, kann durch K2K-Kommunikation natürlich kompromittiert werden. Das heißt, wenn Sie ein Auto gehackt haben und valide Nachrichten mit dem verschicken, dann haben Sie das zweite Auto quasi auch schon mit im Boot und das dritte und das vierte und das fünfte. Also da ist relativ schnell, relativ viel auch an kritischen Informationen zu realisieren. Ne? Cybersecurity over-the-air-Updates, dann eben auch Sharing of Expertisen und am Ende auch Improved Software Quality sind alles Dinge, die sollen die Cybersecurity in Fahrzeugnetzwerken hochhalten. Das heißt, gemeinsam darüber sprechen, Standards verwenden, Open Source, sicherlich auch ein Grund, wenn viele Leute drauf gucken und sagen, wir wollen das gemeinsam absichern, dann kann das kein schlechter Ansatz sein. Den habe ich jetzt schon wieder hier. Ach Mensch. Schwupps, Vorlesung geht vor. Also Sie als Studenten gehen natürlich grundsätzlich vor. Gut, also auch dort Over-the-Air-Updates, wie es Tesla macht, das ist natürlich cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich sicherstellen, dass eben auch das richtige Update in dem richtigen Auto gelandet ist. Nicht, dass da plötzlich irgendjemand sein Fahrzeug da geroutet hat, eine Sicherheitslücke hat und irgendeiner genau diese Sicherheitslücke dann dementsprechend ausnutzt. Das ist sehr oft in der Vergangenheit durch Blogposts passiert. Hacke mal oder mach einen Jailbreak auf dein iPhone, aber nicht das, was dort auf der Seite ist, sondern meins, weil das ist cooler. Dann machst du das und dann gibt es irgendwelche Scheunentore, die derartig offen sind, dass dann derjenige, der diesen Jailbreak anbietet, dann munter auf ihre Daten zugreifen kann und munter irgendwelche Sachen dementsprechend dann mit ihrem Smartphone oder anderen Gerätschaften dann realisieren kann. Ne? Auch hier vom Ökosystem her, die einzelnen Elemente sind also relativ klar. Und Smartphone Integration haben wir angesprochen gehabt. Das heißt, da muss ich jetzt auch nicht nochmal grundsätzlich die einzelnen Elemente gegenüberstellen. Da hat man sich schon Mühe gegeben früher, Mensch. Ja, CarPlay, Kommunikation, Protokoll und Video wird übertragen. Und am Ende noch Audio hin und Audio out. Das heißt also auch letztendlich, das Navigationssystem ist relativ dumm gehalten. Und die meiste Intelligenz und die Processing-Arbeit wird dann auf dem Telefon erfolgen. Das heißt, was kann ich für dich tun? Dann über dementsprechend den Audiokanal. Das müssen wir hier auch nicht machen. Und auch den kennen wir aus einer anderen Veranstaltung bereits, sodass wir uns jetzt wunderbar in Wolfenbüttel wiederfinden. Und durch den Foliensatz gerade zum Ende hin nochmal etwas durchgerusht sind. Gut, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Grundsätzlich ist das Thema Ethikebene viel, viel größer, viel, viel breitflächiger und viel, viel wichtiger, als wir das vielleicht vorher auch adressiert haben. Aber ich denke, wenn Sie da so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, müsste jedem von Ihnen klar sein, dass Sie diese Elemente grundlegend auf alles anwenden können, was irgendwo auch mit Software-Design oder Software generell zu tun hat. Ich schlage vor, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut, keine Ahnung, 10 Minuten Pause oder sowas, und ich werde dann parallel dann gleich dazu im Big Blue Button online gehen, sodass wir dann gemeinsam über das Thema Klausuren reden können. Lass uns nämlich noch ganz kurz das Outro machen, damit wir auch hier wunderbar pari sind, damit es aktenkundig ist und bleibt. Also für diejenigen, die dann im Nachgang vielleicht im Big Blue Button nicht dabei sind. Ich werde das auch dort dann aufzeichnen, also von daher keine Sorge an der Stelle. Aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank für das schöne Semester, das so reibungslos funktioniert hat, vor allem eben auch durch Ihren Beitrag. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Generell ist es ein Thema, das mir natürlich auch am Herzen liegt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn jeder Einzelne von Ihnen natürlich dieses Fach auch genauso wertschätzt, wie ich es tue, genauso liebt, wie ich es tue und am Ende auch eine gute Note dabei rauspurzelt. Denn wer gute Leistung bringt, muss dafür auch belohnt werden, und das ist eigentlich überall auf dem Planeten gleich. Ich wünsche Ihnen also für den weiteren Verlauf dieser Veranstaltung, sprich für Ihre Klausursituation, für alles, was danach kommt, erstmal ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs erneute Einschalten, und ja, stehe Ihnen natürlich in den Kommentaren, im Discord oder sonst so natürlich grundsätzlich zur Verfügung, wenn es da irgendwelche Fragen über dieses Thema oder darüber hinaus gibt. Ja, Professur für den Mann. Macht mal ein bisschen Werbung, genau. Herzlichen Dank, und wir sehen uns dann gleich im Big Blue Button wieder, und ja, dann over and out und ein schönes Ende des Semesters, und bleibt sauber, und wir sehen uns später dann auch nochmal im Big Blue Button dann mit den verteilten Echtzeitsystemen. Sehr gut, dann bis gleich, und wir hören voneinander. Ciao.